Ein gelungener Spieltag also für die Gelsenkirchener. Oft genug wird die Stimmung beim Fußball allerdings getrübt von aggressiven Fans oder auch miesen Fouls auf dem Spielfeld. Der FC Schalke 04 hat deshalb gemeinsam mit dem Landesinnenministerium einen Jugendfilmwettbewerb unterstützt, der das Thema Gewalt im Stadion aufgreift. Gestern wurden die Gewinner belohnt, Tobias Dunkel berichtet. Fiese Fouls, Rangeleien und Schimpftiraden am Spielfeldrand. Direkt nach Hause fahren da. Echt? Gar nicht. Die Sitten auf dem Fußballplatz sind rau. Die C-Jugend des SV Hochla 28 aus Recklinghausen hat zwei Filmversionen gedreht. In der ersten geht es aggressiv zur Sache. In der zweiten zeigen sie, dass der Umgang auch fair sein kann. Abwehrspieler Daniel Springenberg war bei den Dreharbeiten dabei. Es war aufregend, weil es ja auch ein richtiger Kameramann dabei war. Aber es ging ganz gut, hat aber lange gedauert. Der Hauptpreis des Wettbewerbs Film ab gegen Gewalt, ein Training mit Jermaine Jones und Halil Altintop vom FC Schalke 04. Die Nationalspieler unterstützen die Aktion gern. Wir waren selbst überrascht, und weil die Jungs eigentlich noch sehr, sehr jung sind und sich schon für so eine Aktion jetzt auch dann beworben haben. Und uns hat es ja aber natürlich sehr gefreut, und wir waren auf jeden Fall auch gleich bereit, dann mit den Jungs auch heute zu trainieren. Raue Sitten im Fußball, ein Thema, mit dem Jugendmannschaften offensiv umgehen sollen. Das findet zumindest das nordrhein-westfälische Sportministerium. Fußball ist ein wunderbares Spiel, es weckt Emotionen, die Menschen jubeln, die Menschen feiern, die feuern an, und es gibt leider einige, die dabei auch über die Stränge schlagen. Und denen müssen wir natürlich uns besonders widmen. Die Profis zeigen den Jungs aus Recklinghausen, dass man im Sport mit Geschick und ohne Fouls auskommen kann. Für Jungkicker Daniel Springenberg und seine Freunde ein weiterer Beweis, dass Fußball und Gewalt nicht zusammengehören müssen.